Guten Morgen alle zusammen. Wir sind Gruppe Eureka. Ja, ich heiße Johanna und Sie sind Mia und Lukas. Ja. wir machen eine App für Video Streaming von Orten für Bildung. Zuerst wird Mia für uns vorstellen, dann wird Lukas ausführlich über den Code erzählen. Ja, möchtest du Fremdsprache lernen, native Aussprache hören, VR ins normale Leben bringen, neue Städte, neue Freunde im Internet treffen, echte Kultur auf der Welt kennenlernen? Wenn die Antwort ja sind, brauchst du Eureka. Das ist eine Plattform für Kulturaustausch durch virtuelle Realität. Dadurch kann man die Nativaussprache hören und seine Wissen weiten ohne da sein. Es gibt zwei Rollen, the host and the viewer. Host kann ein Angebot anbieten, wenn er möchte. Viewer kann etwas anfangen, anfragen. Zum Beispiel, wenn man Tokio kennen will, kann man die Anfrage ins Eureka senden. Und vielleicht gibt es viele Japaner, die ihre Stadt vorstellen möchten. Es gibt natürlich viele fremde Sachen in einer fremden Stadt, wenn das App läuft. Viewer können Fragen danach stellen und der Host wird live antworten. Der Host E-Mail-Adresse wird auch gezeigt. Nach Streaming können die Viewer und der Host Kommunikation halten. Man kann laut Startaktivitäten Zeit suchen und darunter ist die Ergebnisse. Und hier ist die Profile, wie das Profil aussieht. Ja. Man kann Eureka Bald von iOS Store kaufen. Ja. Also so, ich zeige euch jetzt ein bisschen was von der technischen Seite. Wir wollten das eigentlich auf dem iPhone präsentieren, geht aber nicht, weil der Server auf meinem Computer läuft. Genau. Ja, also links seht ihr die App, wie sie aussieht, und die Daten sind aus einer Datenbank, die wir angelegt haben. Und zwar MongoDB, und der Server, der das bedient, ist in Go geschrieben, in der Programmiersprache Go. Genau. Und die App selbst ist in Swift geschrieben, ist eine iOS-App, wie man sieht. Und es gibt noch nicht viel Funktionalität, weil, ja, wir ein bisschen Planung gebraucht haben und so weiter. Dennoch kann man auch jetzt schon, also ihr seht hier, man kann so, naja, swipen, und dann hat man hier schon ein paar Recents, die sind von der Mongo Earth, von der Datenbank werden, die gerade geplant wurden, beziehungsweise live sind aktuell noch angezeigt, die Events, die man dann später ansehen kann. Genau, man kann auch schon eins erstellen, wenn man hier draufklickt, und das sieht jetzt noch nicht spektakulär aus, und man kann jetzt hier, dann kann ich irgendwas eingeben, ich sage jetzt mal Tokio. Tokio ist als Platz und Activity, weiß ich nicht, Tokio Tower, Show Around oder sowas. Und dann die Language, ich sage jetzt mal, wir machen Deutsch, also was soll ich sagen, ich sage mal German. Und klicke auf Done. Und jetzt ist das Problem gerade, ich habe nicht so viel Zeit und habe noch nicht die Reload-Funktion einbauen können. Dementsprechend muss ich eben schnell die App mal starten, aber währenddessen will ich was sagen. Und zwar, dass das Design angefertigt wurde von den beiden hier, und ich finde, die haben eine ganz gute Arbeit geleistet. Und auch das Logo ist von ihnen gewesen. Falls ihr euch noch erinnern könnt, das ist von Archimedes, das steht auf seinem Grab, und es ist so ein Denkmal. Genau, und wir haben ja gerade eben
eins erstellt und ihr seht, es sind jetzt 4 und nicht mehr 3. Also es hat geklappt und das Neueste halt vorne ist halt, was wir gerade erstellt haben. Ja. Und ich zeige euch eben die Architektur noch. Die habe ich hier schön aufgeschrieben. So, das ist die Architektur zum Server und allgemein zum Aufbau. Wir haben den Client, das ist euer iPhone, euer iOS-Gerät, den Server, der in Go geschrieben ist, und einen Datenbank-Wrapper, der heißt GraphQL. Der, vielleicht kennt ihr REST, das verwendet man eigentlich so meistens für APIs. Und wir mussten selbst eine schreiben. Und ich habe GraphQL verwendet, weil es effizienter ist für mobile Geräte. Und halt Datenbank ist MongoDB. Genau.